ich immer den Kürzeren ziehe. Verstehst du? Weißt du, ich war verrückt nach dir. Und ich wollte echt gern mit dir schlafen. Irgendwann mal, aber nicht gerade mit 15. Und als du dann Schluss gemacht hast, weil du hast mit mir Schluss gemacht, weil ich ja angeblich zu verklemmt war, da habe ich geweint und ich habe dich gehasst. Und als mich dieser Schleimscheißer dann angemacht hat, da war ich einfach zu fertig, um ihn abzuweisen. Es war keine Vergewaltigung, weil ich sagte, okay, aber es war nah dran. Ich hatte bis nach der Uni kein einziges Mal Sex, weil es mir so zuwider war. Und gerade dann sollte man Sex haben, Tom. Dachte, du kommst heute mal normal spät. Bei den ganzen Überstunden kannst du im Sommer 8 Wochen frei machen. Wer will ausbezahlen? Jetzt sag mal, was ist das denn hier? Ein Rezept deiner Mutter. Meiner Mutter? Ich hatte Lust zu kochen. Aha. Sag mal. Ja? Deine Mutter hat dir nicht erzählt, dass sie noch den Stubenwagen auf dem Boden zu stehen hat? Stubenwagen? Ja, an dem du als Baby gelegen hast. Ja, weiß nicht. Brauchst du den? Naja, vielleicht brauchen wir den. Wir sind bald zu dritt. Freust du dich denn gar nicht? Ich kann nicht der Vater sein. Seit meinem Unfall geht's nicht mehr.